Vielen Dank, Herr Präsident. Wir diskutieren hier über einen Antrag der AfD mit dem Titel Élysée als Vorbild. Und ja, der historische Élysée-Vertrag war ein ganz wichtiger Beitrag zur deutsch-französischen Aussöhnung, vielleicht eine der größten Leistungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich kann das persönlich beschreiben. Ich war als Junge von 11 Jahren, bin ich als Mitglied eines Aachener Fußballvereins nach Paris gefahren, habe dort in einer Gastfamilie übernachtet und weiß noch sehr genau, mit welcher feierlichen Überwindung diese Gastfamilie mich damals aufgenommen hat. Erst später habe ich erfahren, das war der Élysée-Vertrag, die zivilgesellschaftliche Austausch, der damit verbunden war. Und das war eine ganz große Leistung und das sollte auch niemand in Frage stellen. Was aber mit diesem Antrag der AfD passiert oder was damit ausgesagt wird, ist, dass wir zurückkehren sollten, 60 Jahre Geschichte zurückdrehen sollten zu einem Europa Adenauers und de Gaulles. Und das kann nicht funktionieren. Das ist im klassischen Sinne des Wortes reaktionär. Auch wir haben viele Kritikpunkte an der Europäischen Union. Das ist ja auch bekannt. Aber eins unterscheidet uns fundamental von Ihrem Ansatz. Wir wollen die Widersprüche der Europäischen Union und die Kritikpunkte, die wir haben, nach vorne auflösen, zukunftsgewandt auflösen, europäisch, internationalistisch auflösen und nicht zurückkehren zu einem Europa der 60er Jahre. Der auch schon eben angesprochene neue Aachener Vertrag, der hieß ja zuerst Élysée-II-Vertrag, steht leider nicht in der Tradition des historischen Élysée-Vertrags. Wenn man sich den Aachener Vertrag anschaut, Herr Staatsminister Roth, dann ist das der Kern dieses neuen Élysée-Vertrags, dieses neuen deutsch-französischen Vertrages, die Aufrüstung. Es sind Militärprojekte. Das ist der einzige Bereich im Aachener Vertrag, der sozusagen eine Konkretionstiefe hat, im Unterschied zu vielen anderen schönen Worten. Und das kritisieren wir, das lehnen wir ab. Und insbesondere, wenn man dann noch lesen muss, dass es ein geheimes Zusatzprotokoll gibt zu diesem Aachener Vertrag, das sozusagen Rüstungsexporte ermöglicht bei gemeinsamen deutsch-französischen Rüstungsprojekten, die nicht den nationalen Rüstungsexportrichtlinien unterliegen, dann ist das skandalös. Und ich finde, das schafft kein Vertrauen für eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Im Antrag der AfD ist unter anderem die Forderung drin, den Euro aufzulösen. Es ist bekannt, dass wir als Linke oder damals noch eine Vorläuferpartei, die PDS, die Einführung des Euros abgelehnt hat, mit der Begründung, dass die Einführung einer gemeinsamen Währung das Ende eines europäischen Einigungsprozesses sein kann, aber nicht am Beginn stehen kann. Und wenn man sich noch mal die Rede anschaut, damals des Fraktionsvorsitzenden Gysi, dann sagte er dazu, dass da ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, an ihre sozialen Interessen anknüpfende europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen betreibt, dann wird sie der Keim zu einem neuen Nationalismus und dann auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist ja, was wir genau gegenwärtig erleben. Und deswegen fordern wir eine europäische Integrationspolitik, die wirklich an den sozialen Interessen der Menschen in Europa ansetzt. Was aber nicht funktionieren wird, ist einfach alles rückabzuwickeln. Das ist ungefähr so, wie wenn man versucht, ein Rührei zurück in die Eierschale zu bekommen. Wenn Sie das vorhaben, sehr viel Spaß dabei. Das wird nicht funktionieren. Man muss es nach vorne auflösen, ganz konkret, was die Eurofrage angeht. Hier geht es darum, aktuell die Leistungsbilanzunterschiede abzubauen, um die negativen Auswirkungen in einigen südeuropäischen Ländern zu begrenzen.
Wir erleben in diesen Stunden eine phänomenale internationale Bewegung. Die Bewegung Fridays for Future, gerade demonstrieren in 100 Staaten auf 1.700 Kundgebungen, davon alleine 200 in Deutschland, Schüler und Schülerinnen, nicht nur Schüler und Schülerinnen, auch Wissenschaftler, auch Eltern, aber vor allen Dingen getrieben von den Schülerinnen, für eine zukunftsfähige Klima- und Energiepolitik. Und da muss man sagen, dass die bestehenden Strukturen der Europäischen Union nicht dafür ausgerichtet sind, eine solche zukunftsfähige Politik zu schaffen. Wir haben immer noch die Euratom-Verträge, wir haben keine Agentur für erneuerbare Energien. Hier würde es wirklich Sinn machen, Kompetenzen auch auf die europäische und internationale Ebene zu übertragen. Das findet leider nicht statt. Wir fordern als Linke den Braunkohleausstieg bis 2030 europaweit in unserem Europawahlprogramm. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wo man wirklich europäisch voranschreiten müsste, wo man tatsächlich mehr europäische Initiativen bräuchte. Davon haben wir leider, Herr Staatsminister, konkret auch nichts von Ihnen gehört. Das wäre ein Beispiel für eine zukunftsweisende Politik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen.